In dieser glauben kommt es zum Streit, und zwar zu einem richtigen Streit. Aber keine Sorge, nicht zwischen uns, sondern zwischen Mose und dem Volk. Wir, tja, wir werden einfach mit dabei sein und schauen, was passiert. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Glaubengeschichtenfolge. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, und wir steigen direkt in die Geschichte ein. 2. Mose Kapitel 17 und dort ab Vers 1. 2. Mose 17 ab Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinn auf nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Refidim. Aber da war kein Wasser zu trinken für das Volk. Mittlerweile wissen wir, dass solche Sätze nicht ohne Konsequenzen dastehen. Wir spüren förmlich, dass jetzt wieder ein Konflikt sich anbahnt. Und wir hatten ja eine Situation einige Wochen zurück, und zwar in 2. Mose 15, als das Volk gerade aus Ägypten ausgezogen ist, durch das Schilfmeer hindurch Gottes Wunder erlebt hat, und drei Tage später kommen sie in der Wüste an und da ist kein Wasser. Und was machen sie? Sie sind frustriert. Sie sind zornig und sie murren. Sagen Mose, was soll das? Warum sind wir hier und warum gibt es kein Wasser? Jetzt, etliche Zeit später, nachdem Sie das manna erleben, das Brot des Himmels in Kapitel 16, die Episode, die wir beim letzten Mal angeschaut haben oder gemeinsam gelesen haben, nach diesem Brot des Himmels, das Sie jeden Tag bekommen, wiederum Gottes Fürsorge, Gottes Wirken für Sie, brechen Sie auf aus der Wüste hin kommen in Refidim an, lagern sich dort und es gibt kein Wasser. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn Sie dort wären oder wenn wir dort wären, wenn ich dort wäre, was würden wir jetzt machen? Würden wir sagen, keine Sorge, der Herr hat für uns gesorgt, der Herr hat sich um uns gekümmert, er hat uns aus dem Land Ägypten gerettet. Er hat uns dort herausgeführt, gut zwei, drei Mal waren wir uns unsicher, ob er uns wirklich helfen wird in einer Notsituation. Aber dieses Mal, dieses Mal haben wir die Lektion gelernt. Wir wissen, was passiert. Wir haben kein Wasser, aber Gott wird sich sorgen. Deswegen Vers 2, da geriet das Volk mit Mose in Streit. Und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Das Volk hat keine Geduld. Das Volk scheint es nicht fassen zu können, dass Gott helfen kann, dass Er sich kümmern kann, dass Er in einer Notsituation für sie da sein wird. Das kriegen sie irgendwie nicht hin. Und es fällt natürlich sehr leicht, die Position einzunehmen, derer die sagen, wie könnt ihr nur oder warum macht ihr das denn so? Habt ihr es denn immer noch nicht gecheckt? Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich auch durchaus einer von denen bin, die schnell so eine Haltung in seine so Geschichte einnehmen können. Aber ich habe für mich angefangen, das demütiger zu lesen, vorsichtiger zu lesen oder vielleicht die Erfahrungen im eigenen Leben zu machen, dass wenn ich in einer Notsituation bin, ich auch durchaus so reagiere. Und ich sage, Herr, du hast mich in der Vergangenheit getragen, du hast mich... In der Vergangenheit in Notsituationen bewahrt. Du hast, mir, du hast mir geholfen, als es mir oder meiner Familie oder anderen nicht gut ging. Du wirst auch dieses Mal helfen. Nein, sondern auch ich gerate dann in Streit und frage, warum bin ich in dieser Situation? Und so gehen sie zu Mose und streiten mit ihm und sagen: Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte zu ihnen: Was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Und da ist es wieder. Da ist es wieder diese, diese Spannung zwischen dem menschlichen Handeln und dem göttlichen Handeln. Diese Spannung zwischen dem, wofür der Mensch verantwortlich ist, in dem Fall Mose, und zwischen dem, wofür Gott verantwortlich ist. Er sagt: Warum streitet ihr mit mir? Ich bin's doch nicht. Und dann lenkt er ihren Blick von sich weg und sagt: Ihr streitet eigentlich gar nicht mit mir, sondern ihr streitet mit Gott. Ihr prüft Gott. Dabei war es eigentlich Gott derjenige, der sie prüfen wollte. 2. Mose 16, als Gott ihnen das Mana gibt, sagte zu ihnen, ähm, ich will ihnen das Brot des Himmels geben. 16. Vers 4. Ja, da spricht der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Gott ist es der, der den Menschen prüft und nicht der Mensch. Aber Mose sagt, was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Da ist es wieder, da ist es wieder, dieser diese menschliche Blick auf das, was passiert ist. Es war nicht Gott. Nicht Gott hat das Volk herausgeführt, sondern Mose. Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich, um meine Kinder, um mein Vieh vor Durst sterben zu lassen. Und jetzt kommt es natürlich einem näher. Es geht hier nicht einfach nur mal ein bisschen Durst. Oh, ähm, ich habe jetzt schon zwei Stunden äh, keinen Softdrink gehabt. Was soll ich jetzt denn machen? Oje, oje. Sondern es geht um die Kinder. Es geht um das Vieh. Es geht um eine Frage von Leben und Tod. Und da will ich jetzt natürlich denjenigen sehen, der da ruhig und gelassen bleibt und sagt, ach ja klar, der Herr hat sich um uns gekümmert in der Vergangenheit, er wird sie auch jetzt machen. Keine Angst. Natürlich könnte man die Frage stellen, warum, warum lässt Gott sie das erleben? Ging es denn nicht auch anders? Hätten sie nicht auch jetzt, als sie aufbrechen, an eine Stelle hinkommen können, wo Wasser ist, damit sie nicht diese Momente. Der Angst und des Schreckens oder der Unsicherheit durchmachen? Gut, die Geschichte oder der Autor beantwortet uns nicht, ob das jetzt beabsichtigt von Gott war oder halt einfach eben nicht anders ging. Wenn man unterwegs ist, dann kommt man irgendwann an Stellen, wo es eben kein Wasser gibt. Was soll man machen? Nur das Volk verliert die Perspektive Gottes oder verliert Gott aus den Augen und bricht es oder bringt es wieder auf das Menschliche herunter und sagt, Mose, du warst es. Was soll das, Mose? Warum? Warum hast du uns hierher gebracht, damit wir sterben? Vers 4, da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig so, steinigen Sie mich. Die werden die Steine aufheben und mich umbringen. Auch Mose ist an seinen Grenzen und sagt, Herr, was soll ich tun? Ich habe keine Chance mehr. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran nimm einige von den ältesten israels mit dir auch deinen stab mit dem du auf den nil geschlagen hast nimm ihn in deine hand und geh hin siehe ich will dort vor dich auf dem felsen am horeb treten dann sollst du auf den felsen schlagen und es wird wasser aus ihm hervorströmen so dass das volk zu trinken hat und mose machte es so vor den augen der ältesten israels und er gab dem Ort den Namen Massa und Meribah, was so viel bedeutet wie Prüfung oder Versuchung und Meribah Streit wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr noch in unserer Mitte oder nicht? Und jetzt am Ende dieser, dieser Geschichte kommt es jetzt so richtig deutlich raus, worum es eigentlich geht. Sie hinterfragen nicht, ob es jetzt Wasser gibt oder nicht, sondern ob Gott noch bei Ihnen ist oder nicht. Ist Gott noch in unserer Mitte oder nicht? Und Gott gibt Ihnen Wasser. Die Frage ist nur, können sie das jetzt für sich fassen oder festhalten, dass Gott da ist. Vers 8, danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und ich dachte mir, das kann es doch nicht sein. Gott, warum muss es denn so laufen? Gerade haben sie solch eine schwierige Situation durchgemacht, dem Tode nahe, weil es kein Wasser gab. Jetzt schenkst du ihnen Wasser, jetzt hofft man und wünscht man sich, dass sich das Ganze beruhigt, aber nein, danach kommt Amalek und kämpft in Refidim gegen Israel. Kein Grund wird genannt, woher sie gekommen sind, warum sie gekommen sind, aber jetzt kommt Kampf. Ich dachte, Gott wollte den Kampf vermeiden, als er sie einen Umweg gehen ließ, durch das Schilfmeer und nicht durch das Land der Philister. Aber jetzt kommt Amalek und kämpft gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua, Vers 9, wähle uns Männer aus und zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Josua, jetzt kommt Kampf. Wir kommen dem nicht aus, wir können uns nicht entziehen. Wähle Männer aus, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf dem Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Krieg band sich an. Und immer wieder in diesen Geschichten ist ja die Frage: Mit wem identifiziert man sich jetzt? Mit dem Volk? Dass sich jetzt sicherlich fragt: Herr, was soll das? Ich dachte, du ziehst uns, du führst uns aus Ägypten heraus, damit wir, damit wir leben können, damit unsere Kinder es besser haben, wie sie es in Ägypten hatten, damit wir nicht mehr unterdrückt werden gezwungen werden gefoltert werden Du bist ein Gott der Leben will und jetzt sind wir hier wir haben kein Wasser gut du gibst uns Wasser jetzt atmen wir durch und auf einmal bahnt sich Krieg an aber das Volk kommt hier gar nicht so richtig zu Wort sondern wir erfahren nur in einem ganz kurzen Satz Amalek kommt und will gegen Israel kämpfen und wir kriegen sofort die Perspektive von Mose und Josua und Mose sagt Josua auf in den Krieg. auf in den Krieg und er er wird sich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand und natürlich für uns als Leser oder vielleicht für diejenigen, die es in solch einem Augenblick fassen können, dann könnte man sagen, gut, der Stab Gottes Mose mit dem Stab Gottes, das ist, das ist Hoffnung. Da bahnt sich eine Lösung an. Da kann es sein, dass wir nicht alleine sein werden, sondern dass eine Lösung da sein wird. Dass Gott uns irgendwie aus dieser Sache herausholt. Vers 10. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose. Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, da hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da, je, da jedoch Moses Hände schwer wurden, Nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Lange versucht so für mich dieses Bild oder dieses Geschehen so von meinem inneren Auge entstehen zu lassen. In der Ebene kämpft Amalek, gegen Israel, ein Volk gegen das andere. Mose, der auf dem Berg, auf diesem Hügel, sich hinstellt mit dem Stab Gottes, mit erhobenen Händen und der Autor lässt uns ja nicht wirklich daran Anteil haben, wie, wie jetzt die Beziehungen oder die Bezüge da sind, aber in Vers 12 heißt es, als Vers 11 meine ich, und es geschah, wenn Mose seine Hände erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hände sinken ließ, da hatte Amalek die Oberhand. Lag es jetzt wirklich daran, ob Mose seine Hände erheben kann ob, und er erhoben halten kann, ob Israel siegt oder nicht? Aber darauf geht der Autor nicht ein. Das sind, manchmal, Das haben Sie sicherlich auch schon erlebt. Würden wir ja gern mehr, mehr erfahren von einer bestimmten Sache, von einem Zusammenhang, warum das denn so ist, wie es jetzt ist. Aber was uns gesagt wird, ist, dass Aaron und Hur, dass sie den Mose stützen, dass sie ihm helfen, dass er es alleine nicht schaffen kann. Dass sie seine Hände festhalten und stützen, so dass seine Hände festbleiben bis die Sonne untergeht. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Israel gewinnt hier. Israel gewinnt hier. Doch ich bin mir sicher, dass diese Erfahrung natürlich nicht spurlos an dem Volk vorübergegangen ist. Vers 14: Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch. Und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Offensichtlich ist aus der Sicht Gottes, aus seiner Bewertung, das, was hier geschah, wirklich etwas sehr Schwerwiegendes, etwas sehr Gewichtiges. Gott sagt, das muss aufgeschrieben werden. Und wir lesen es gerade, Jahrtausende später. Das muss aufgeschrieben werden, denn das, was hier geschah, darf nicht vergessen werden, und vergessen werden. Und ich will die Erinnerung aber an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen, sagt Gott. Ich werde gegen Amalek vorgehen. Mehr aber dann auch nicht. Und natürlich könnten wir auch zusammenzucken und sagen: Aber wie, wieso, warum will Gott jetzt Amalek auslöschen? Was ist da passiert? Aber. Wir erfahren eben nicht alles oder nicht jedes Detail oder eben auch nicht die Gründe. Warum? Warum taucht auf einmal Amalek auf und kämpft gegen Israel? Es kann gut sein, dass der nicht angegebene Grund uns darauf hinweist, dass es eben gar keinen Grund gab. Es gab gar keinen Grund, dass sie kommen und kämpfen, aber sie haben es trotzdem gemacht. Vers 15: Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen. Indem er sagte, für wahr, die Hand des Herrn, die Hand ist am Thron Jahwes, am Thron Jahs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Der Sieg oder das, was hier geschehen ist, nimmt Mose, aber dann auch das Volk oder auch Josua und die Männer nicht als etwas, was von ihnen kommt, sondern sie sagen, Gott ist es, der uns diesen Sieg hier geschenkt hat. Er hat sich hier für uns eingesetzt, er hat uns hier beschützt, er hat uns hier geholfen, sodass wir lebend rauskommen. Kapitel 18, Vers 1. Jethro aber, der Priester von Midian, der Schwiegervater des Mose, hatte alles gehört, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. In meiner Bibel, sicherlich auch in Ihrer Bibel, ist ja hier ein Kapitel Anfang. Also die Geschichte von Amalek, von diesem Kampf gegen Amalek. Und der Besuch jetzt von Jethro, dem Schwiegervater des Mose, die sind ja durch ein Kapitel getrennt. Und da hat man manchmal so das Gefühl, dass diese zwei Geschichten nichts miteinander zu tun haben. Aber ich habe mich gefragt, wenn man sie denn so zusammenliest, diese Episode dieses Kampfes, und äh, dass Jethro jetzt kommt und vor allem, dass er gehört hat, was Gott für das Volk Israel getan hat, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, da habe ich mich gefragt, hat denn Amalek das nicht gehört? Waren sie die Einzigen, die es nicht wussten? Oder war es ihnen egal? Oder wollten sie gar dagegen vorgehen? Vers 2. Da nahm Jitro, der Schwiegervater des Mose, zippora die Frau des Mose mit sich, nachdem, sie zurück, nachdem dieser sie zurückgeschickt hatte mit ihren beiden Söhnen. Das heißt, Mose hat in der Zeit, als er in Ägypten war, mit seinem Bruder Aaron seine Frau nicht dabei gehabt, auch seine Kinder nicht dabei gehabt, sondern hat sie zurückgeschickt zu ihrem Vater und dieser, der Schwiegervater von Mose, der Vater seiner Frau, bringt jetzt die Frau und die Kinder mit zu Mose. Der Name, Vers 3, der eine von ihnen hieß Gershom, weil er gesagt hatte, ein Fremder bin ich im fremden Land geworden. Ja, Gershom, was so viel bedeutet ähm, wie Fremder. Der andere aber hieß Eliezer, denn er hatte gesagt, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich gerettet vor dem Schwert des Pharao. So kam Jethro, der Schwiegervater des Mose, mit dessen Söhnen und dessen Frau zu Mose in die Wüste, wo er am Berg Gottes lagerte. Und er ließ dem Mose sagen, ich, dein Schwiegervater Jitro, komme zu dir und deine Frau und ihre beiden Söhne mit dir. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich und küsste ihn, und sie fragten einer dem anderen nach ihrem Wohlergehen und gingen ins Zelt. Und Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr an Pharao und an den Ägyptern um Israels Willen getan hatte. All die Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war. Und dass der Herr sie errettet hatte. Da freute sich Jethro über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte. Und ich halte es trotzdem nochmal hier kurz an und habe diesen Kontrast zwischen Jethro, der sich freut, und Amalek, ein Volk, das Israel angreift. Und ich habe mich gefragt, warum freut sich Amalek nicht mit? Gut, man könnte sagen, ja, Jethro ist doch klar, dass er sich freut, es ist der Schwiegervater. Es ist der Vater seiner Frau, es ist der Großvater seiner Kinder. Natürlich freute er sich über all das, was Gott den Israeliten getan hat oder was er für sie getan hat. Aber hätte denn nicht Amalek auch in diese Freude mit einstimmen können, Teil dieser Freude werden können, Teil dieser Rettung werden können, diesen Gott auch für sich wirken lassen können? Warum sind sie auf Kampf aus? Warum kämpfen sie? Warum wollen sie gegen das Volk vorgehen? Gut, diese Frage wird, wie gesagt, in der Geschichte nicht beantwortet. Aber ich, ich spüre diesen starken Kontrast. Auf der einen Seite ein Volk, das Krieg will, das vernichten will, und auf der anderen Seite Freude darüber. Wie Gott gewirkt hat. Vers 9, da freute sich Jethro über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, dass er es aus der Hand der Ägypter errettet hatte. Und Jetro sagte: Gepriesen sei der Herr, der euch errettet hat, aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, der das Volk errettet hat, unter der Hand der Ägypter hinweg. Trotzdem, diese Spannung bleibt. Einerseits Gott, der hier rettet, Gott, der leben will, Gott, der Menschen Leben schenken möchte und dann. In der Erfahrung oder in der Episode mit Amalek, Gott, der kämpft gegen ein Volk, um sein Volk zu erretten, weil es angegriffen wird. Und es bleibt, es bleibt in uns natürlich eine Rechtsspannung oder wir ringen, wieso musste da dieser Kampf sein? Warum mussten da Menschen sterben? Warum wird hier von einer Feindschaft gesprochen, die, äh, von Krieg, der mit, von Generation zu Generation sich vollziehen wird? Aber immer wieder frage ich mich, hat denn Amalek nicht gehört? Wussten Sie nicht, dass Gott errettet hat? Wussten Sie nicht von den Wundern? Haben Sie nicht von den Plagen gehört? Oder wollten Sie es nicht hören? Wollten Sie es nicht wahrhaben? Wollten Sie dagegen kämpfen? Wollten Sie die Schwäche Israels in der Wüste, das Ungeschütztsein auf offenem Feld nutzen? Um gegen sie vorzugehen, um sie zu schlagen, zu vernichten, auszurauben. Vers 11. Jethro sagt: Nun habe ich erkannt, dass der Herr größer ist als alle Götter. Wollte das Amalek nicht anerkennen? Nun habe ich erkannt, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn worin sie vermessen handelten, das kam über sie, worin diese Götter vermessen gehandelt haben oder vermessen von sich gedacht haben, das kam jetzt über sie. Darauf nahm Jethro, der Schwiegervater des Mose, ein Brandopfer und ein Schlachtopfer für Gott. Und Aaron und alle Ältesten Israels kamen, um mit Moses Schwiegervater vor Gott einmal zu halten. Jethro, der sagt, ich erkenne in dem, was hier geschehen ist, dass Gott größer ist als alle Götter. Und wenn man jetzt so den Rückblick macht in das erste Buch Mose, von Anfang an, aber auch dann durch die Geschichten hindurch, die wir gemeinsam gelesen haben, merken wir, Gott ist derjenige, der Leben schenkt. Gott ist derjenige, der die Erde und die Menschen erschaffen hat. Er ist derjenige, der die Menschen führt, der sich um sie kümmert, der mit ihnen ist, der ihnen hilft. Und er hätte auch Amalek helfen können. Aber Amalek sagt, gegen diesen Gott und gegen dieses Volk werde ich kämpfen. Und wir merken, dass, und das ist auch etwas Schwieriges für mich, auch in der Geschichte, aber sicherlich für viele, der Auszug aus Ägypten hat für Israel nicht bedeutet, dass keine Not, oder kein Kampf mehr auf sie zukommen wird. Das wünscht man sich ja. Das sagt, wenn Gott eingreift, wenn Gott in mein Leben eingreift, wenn Gott in dem Leben von Israel eingreift, wenn er sie rettet, dann soll er sich doch, sie doch irgendwo hinretten, wo das alles nicht mehr passieren wird. Wo es eben keine Not mehr geben wird, wo es kein Hunger geben wird, wo es kein Leid geben wird, wo es kein Krieg, wo es kein Kampf geben wird. Natürlich spüre ich diesen Schrei in mir. Und vermutlich auch in Ihnen, dass Sie sagen, wenn Gott in mein Leben eingreift und er hat in dem leben vieler menschen eingegriffen sicherlich auch in ihrem leben dann wünsche ich mir dass es doch danach gut ist und dass mir kein leid begegnet und kein kampf begegnet und ich nicht schon wieder unsicher und angstvoll sein werde oder sein muss aber offenbar geht das nicht es kommt durst es kommt kampf aber es kommt auch die ruhe und die Ruhe ist an diesem Berg Gottes. Vers 5. Vers 5 nochmal. So kam Jethro, der Schwiegervater des Mose, mit dessen Söhnen und dessen Frau zu Mose in die Wüste, wo er am Berg Gottes lagerte. Und sie erinnern sich, wenn sie die Geschichte mitverfolgt haben, in 2. Mose 3. Dort an diesem Berg begegnet Gott Mose und dort sagt Gott zu Mose: Du sollst gehen und das Volk aus Ägypten herausführen. An diesem Berg sind sie jetzt zurückgekehrt. An dem Berg, an dem Gott zu ihm gesagt hatte, wenn du hier wieder zurückkehrst, dann wirst du wissen, dass ich dich gesandt habe, dass ich mit dir bin. Und jetzt weiß es Mose und sein Schwiegervater weiß es und erkennt es und seine Familie und sicherlich auch das gesamte Volk. An diesem Berg Gottes sind sie angekommen und jetzt kann Jetro sagen: Nun habe ich erkannt, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn worin sie vermessen gehandelt haben. Das kam über sie und auch er anerkennt das und bringt ein Opfer, so wie Mose nach dem Kampf gegen Amalek ein Opfer bringt. Und das Wunderschöne ist, sie kommen zusammen, er, die Familie, Aaron, alle Ältesten des Israels und sie sind vor Gott und essen und haben ein Mahl zusammen. In diesem Sinne halten wir die Geschichte hier an. Die Begegnung zwischen Jetro und Mose geht noch weiter. Es wird spannend, was auf uns zukommt, denn jetzt ist Mose an dem Ort, an, von dem ihm Gott gesagt hat, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, wirst du an diesem Berg mir dienen. Und jetzt sind sie dort angekommen und spannende Episoden warten auf uns. Bis dahin aber wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen, ob Sie alleine lesen oder mit Menschen zusammen. Dazu ermutige ich Sie. Denn das ist das Lesen, das am meisten Gewinn für einen selber bringt. Und ich freue mich auf Sie bei der nächsten Glaubengeschichtenfolge hier auf dem Hauptchannel. Machen Sie es gut und Gottes Segen.